heißen Sie hier zur ersten großen Altmeister-Auktion des Jahres 2011 willkommen. Es handelt sich um eine Auktion mit ungefähr 350 Bildern. Wir haben einige der größten Namen der europäischen Kunstgeschichte zusammentragen können, haben zwei Schwerpunkte in dieser Auktion. Zum einen die flämisch-niederländische Malerei mit Beispielen aus der Rubenswerkstatt und vor allem von Frans Franken, dessen Erfolg vom letzten Jahr wir zu wiederholen hoffen. Der zweite Schwerpunkt sind Bilder aus Italien, italienische Barockbilder der emilianischen, der römischen, der süditalienischen und der genuesischen Schule mit Namen wie Valerio Castello, Guercino, Romanelli und vielen anderen mehr. Es sind Bilder, die zum Teil aus uralten Provenienzen, aus alten aristokratischen Sammlungen in Italien und Mitteleuropa stammen. Wir werden diese Bilder jetzt im Einzelnen kurz vorstellen und Ihnen die Höhepunkte der Auktion näher bringen. Dieses Bild hier eines alten Mannes ist das Meisterwerk eines der bedeutendsten italienischen Malers Ende des 16. Jahrhunderts, Annibale Carracci. Und wir können uns seine Entstehung folgendermaßen vorstellen. Carracci begegnet diesem Mann auf der Straße und er ist fasziniert von diesem ausdrucksvollen Gesicht, von diesen Gesichtszügen und er nimmt ihn mit in sein Atelier. Und in seinem künstlerischen Impetus, in seiner künstlerischen Erregung, greift er spontan eine Seite aus einem alten Rechnungsbuch und auf diese Seite skizziert er, malt er dieses ungeheuer ausdrucksstarke und lebendige Porträt. Das Bild ist zweifellos das bedeutendste, interessanteste, faszinierendste der Auktion. This is a painting of Giovanni Lanfranco representing Angelica and Medoro. It is a subject taken from literature, from a poem of the 16th century. And the clue of this painting is that it was possible to trace back the provenance up to 1680. It is in fact mentioned in an inventory that was the inventory of Pietro Mellini, who was a cardinal in Rome at that time. And the painting measures exactly as it is described in the inventory and the subject as well. Giovanni Lanfranco was an important painter from Emilia, from Parma, and he moved to Rome where he worked for the most important families, aristocratic families of Rome. And this work is dating back 1616. And the characteristic of this work is that it is very much depending on the art of Annibale Carracci for the landscape, and also it is extremely beautiful, as you can see in the details, either for the colors and for the capacity of the artist of representing the impetus of the view of the woman towards Medoro. And as it is important, the provenance of this painting and this auction, we will have other works that we were able to trace back the provenance, such as Valerio Castello and the Giovan Francesco Romanelli. Nach dem Sensationserfolg vom letzten Jahr haben wir wieder ein erstklassiges Gemälde von Franz Franken dem Jüngeren für die Auktion akquirieren können. Diesmal ein besonders heiteres Thema, nämlich Arkadien oder das goldene Zeitalter. An diesem Bild hat nicht nur Franz Franken mitgewirkt, sondern auch noch vier andere Künstler. Das war im Antwerpen des frühen 17. Jahrhunderts ein durchaus üblicher Vorgang und ein Vorgang, der in der Regel zu erstklassigen Ergebnissen geführt hat. Hier war es eben Franz Franken, der Jüngere, der zusammen mit seinem Bruder Ambrosius Franken die Figuren im Vordergrund gemalt hat, die dort ein Picknick feiern und sich unterhalten. Das Stillleben stammt ebenso vom Meister Franz Franken II., die Tiere hier von Hans Jordans III., die tanzenden Figuren im Hintergrund und die Hirten von Alexander Keirings. Und die schöne Waldlandschaft mit den eindrucksvollen, großen, monumentalen Bäumen von Abraham Govarts. Die Zusammenarbeit dieser fünf Künstler hat zu einem eindrucksvollen Ergebnis geführt. Es ist ein Bild, das sich durch ein ansprechendes Kolorit auszeichnet, durch ein schönes,
angenehmes Thema. Es wurde bestätigt von Frau Dr. Ursula Herting, die das Werkverzeichnis zu Franz Franken geschrieben hat. Sie sagt, dass es neben dem Bild vom letzten Jahr das qualitätvollste Bild Frankens ist, das in der letzten Zeit auf den Markt gekommen ist. Inzwischen hat der Markt auch die Bedeutung dieses Künstlers angemessen gewürdigt.